Hey, mein Name ist Magdalena Wiedenhofer, ich bin Schauspielerin und spiele hier die Rolle der Frau Lambsdorff. Und ich würde mal sagen, meine Rolle ist direkt, laut, präsent, gesichtsfrei und sehr humorvoll. Warum ich die Rolle spielen wollte, ich wurde überhaupt nicht gefragt. Man hat mich gesehen, ich wurde besetzt. Ich würde sagen, das reicht als Antwort. Was an der Rolle bin ich, was an der Rolle bin ich nicht? Ich würde sagen, ich bin die Rolle. Die Frage des Nichts stellt sich überhaupt nicht. Die größte Herausforderung ist, würde ich mal sagen, nicht durchzudrücken. Ruhe zu behalten, wach zu bleiben und den Hut immer im richtigen Moment aufzusetzen. Naja, ich glaube, so rational kann man sowas immer nicht beurteilen. Also, wir haben alle irgendwie positive und negative Anteile in uns. Die Frage ist nur, inwiefern wird es ausgelegt? Und das ist natürlich die Frage von Privilegien. Und nicht jeder von uns ist so privilegiert, dass er oder sie immer Schutz hat, dass er oder sie immer finanziell zum Beispiel aufgefangen wird. Von dem her würde ich mal behaupten, ist es weniger die Frage von gut oder schlecht, weil diese Anteile haben wir alle, sondern eher die Frage von, wo sind wir geboren worden und was war unsere Geschichte bis jetzt. Und die Eigenverantwortung, was machen wir daraus, wenn wir das Privileg haben, das erkennen zu können. Was heißt denn die Rolle spielen? Ich bin die Rolle.